Weißt du noch, vor 7 Jahren, wo ich gesagt habe, nächste Woche wird es besser? Seht ihr den Wahnsinn in deinen Augen? Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Nacht durchgemacht. Ja. 2 Stunden haben wir gepennt. Aber das Video ist fertig geworden. Folgendes Problem ist immer der Fall. Gebt uns eine Woche für einen Kurzfilm und wir werden mit mega viel Stress fertig werden. Aber wenn man uns 2 Monate gibt, werden wir genauso viel Stress haben. Klingt wie so ein Spruch. Den habe ich mir auch tätowieren lassen. Guck. Oh, sieht geil aus. Wir schauen uns jetzt aus der Bohne an. Es gibt sehr, sehr vieles zu erzählen. Das Projekt ist ein bisschen anders skaliert worden von uns. Klingt cooler, wenn ich sage skaliert. Wir hatten fette Trello-Listen mit Disposition, wann was gedreht wird. Wir hatten Effektlisten, welche Effekte quasi noch bearbeitet werden müssen. Wir hatten Shotlisten. Wir haben das Ganze einmal physisch aufgelöst. So haben wir das einfach genannt. Das heißt, wir haben es einfach vorgedreht. Es sieht anders aus, als es ist. Hör mir mal zu, ohne Anfall sage ich nichts. Was willst du tun? Weißt du denn überhaupt, mit wem du sprichst? Ja, wir hatten dann ein bewegtes Storyboard und dann halt eine Shotliste, wo dann die einzelnen Frames dann nochmal drauf waren als Storyboard. Wir konnten sogar anhand des Drehens nochmal das Skript verbessern, weil wir gesehen haben, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja, aber bevor wir jetzt zu viel abschweifen, würde ich erstmal sagen, legen wir direkt mal los, weil vieles wird sich natürlich jetzt gedanklich entwickeln. Ein ganz, ganz wildes Video. Das wirklich bis zum. Niemand wusste, was das Rotkäppchen da eigentlich war. Kurz Fun Fact, weißt du, wer es da hinten ist? Ja. Das ist der da, der Typ da. Den kennen wir gar nicht, der ist einfach die ganze Zeit dabei jetzt. Ja, ich wohne jetzt aber hier. Und niemand wusste, was das Rotkäppchen da eigentlich vergraben hatte. Etwas von galaktischem Ausmaß. Magische Bohnen. Über tausende Jahre hinweg verschwand der Märchenwald und an ihrer Stelle wurde eine Stadt namens Aachen errichtet. Das ist schon dümmste Idee ever. Das macht gar keinen Sinn. Soll ich aber keine Hose anziehen? Ja, mach das. Und jetzt im Nachhinein so, warum hat er eigentlich keine Hose an? Bei Keta Pan hatten wir die grandiose Idee, dass ich dann einfach nur Boxershot anhabe. Und dann dachten wir jetzt, als wir den Anfang hier gedreht haben, warum haben wir das gemacht? Unnötig. Aber da sieht man schon, so mit der Schaufel und so, das war ja schon damals so ein bisschen... Genau, die Schaufel war nämlich auch bei Keta Pan im Intro schon drin, weil wir wussten, dass wir die Szene drehen werden. Und deswegen dieser Zettel. Jetzt weiß man auch, wer die Kassetten gehört hat. 1000 Jahre später wissen wir, wo die Bohnen vergraben wurden. Da, wo der U dreimal Uhut. What? Julie Bam? Also wir machen so viel Pause. Es tut uns leid, es geht gleich richtig los. Dieses Uhu, Uhu, das soll der Uhu sein, der halt dreimal ruft. War Jan Meyers Idee. Oh no. Nur mal so ganz kurz geklebt. Jan Meyer ist leider nicht da. Der hätte auch sehr, sehr viel zu erzählen, weil der war derjenige, der das Ganze hier organisiert hat, dass die Effekte hier und da quasi zusammenkommen und so weiter. Diese ganze Kommunikation, damit der Schnitt halt quasi finalisiert werden kann. Und nur Lachkick gehabt, weil er irgendwann einfach nur noch so übermüdet war und jetzt nach Hause gefahren hat. Er hat dann gar nicht mehr normal gesprochen. Der hat die ganze Zeit nur das Video zitiert. Der ist stimmt. Oder der hat auch mindestens einmal in der Stunde hat er so eine Minute gehabt, wo der einfach nur schreit durchs Haus gerannt ist, hin und her und gesagt so, jetzt bin ich wieder ruhig. Und setzt sich wieder und dann arbeitet einfach weiter. Alter. Und maximalen Punkt der Verrücktheit. Sprechen. Ich habe ihm heute Morgen so eine Laugenstange angeboten. Ich so, hier, willst du eine Laugenstange? Und der guckte mich an und bestimmt eine Minute vergangen. Und irgendwann meinte er, wirklich? Ja, also er konnte gar nicht mehr reden. Der Arme, ey. Endlich. Da bin ich mal auf deine Ausrede gespannt. Warum du meine scheiße Garten kaputt gemacht hast? Das ist einfach der Garten von eurem Vater. Ja. Von unserem Vater. Von eurem Vater. Von unserem Vater. Ja, von unserem. Einfach kaputt gemacht, den Garten. Wir haben unserem Dad einfach gesagt, ja, das reparieren wir dann noch. Fing schon mit Ehrenmännern an, wo wir einfach seinen Raum da komplett umgebastelt haben mit einem Raumschiff. Und jetzt haben wir seinen Garten einfach komplett zerstört. Ich bin Ihr Gärtner. Oskar? Ja, genau, Oskar. Oskar! 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 Es gibt keinen Oskar. Ich grab die Löcher auch wieder zu, versprochen. Ich ruf. Sparky? Sparky ausgegraben? Sparky Bär? Sparky, mein Lieblings-Shisha-Tabak. Ach so, ich dachte schon, Sparky ist ein Hund. Ja, warte mal, jetzt ist Shisha-Tabak. Meine Frau hasst diesen Tabak, weil stinkt nach Hund. Sie macht sowieso viel zu viel Stress.
Jetzt gib mir Sparkis und ruf die türkische Baklava Weidmuffe ein. Da muss man auch einmal sagen, Kaya kam an. Ich kenne ihn ja nur, weil ich mit ihm mal gestreamt habe und auch einfach so privat noch geschrieben habe und wir uns halt gegenseitig immer wieder mal Nudes geschickt hatten. Aber das war so funny, als er da war. Der hat von Anfang an die ganze Jokes gerissen. Alle waren am Lachen bis zum bitteren Ende, bis zur letzten Minute. Und da hatte der auch noch am selben Tag eine Show, einen Auftritt in Aachen, wo der halt so heftig performt hat. 1400 Leute nonstop durchgelacht haben. Saal war voll. Ja. Und der ist halt echt auf der Bühne, ist der 1:1 wie im Real Life, ne? Ach, noch der lustiger. Ein Joke nach dem anderen raus. Ja, ja, fast noch lustiger. Ja, ja, als ja, ja, ja. Es gab ein paar Jokes, die waren halt so trocken und so richtige Dad-Jokes. Mhm. Und hat immer nur unser Vater gelacht. Also, er hat mal im Hintergrund so, pass. Das ist crazy, was? Einfach mit so einer TV-Legende gedreht haben. Mit mir, ja. Achso, ich dachte, du meinst mich, ja. Ich bin ja fast eine Legende. So. Ja, ja. Machst du hier überhaupt in meine Garten alles kaputt? Das kennst du doch gar nicht. Doch, kenn ich. Aber nochmal umgegradet, oder? Was? Junge, okay, das war aber hardcore. Das ist echt so, wie viele Effekte wollt ihr haben? Ja. Voll geil. Sehr geil geworden, ja. Das ist auf jeden Fall ultra der Pimp-Up so. Ist auf jeden Fall ein Upgrade, ja. Wie kam die eigentlich Statement auf Baby No Money? Weil es diesen viralen Song gab, ne? Dieses la 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 when I pop pop baby, das ist ein TikTok-Song, also kein TikTok-Song, aber der ist auf TikTok auf jeden Fall viral gegangen. Und wir haben natürlich noch Songs gesucht, die irgendwie so, die man so kennt, hatten aber so ein bisschen danach den Vibe, so ja stimmt, wenn wir jetzt einen Sound-alike machen, weil wir dürfen ja nicht diesen Song 1:1 kopieren, wird das ja nicht mal eher sein. Und da hatten wir so ein bisschen Schwierigkeiten natürlich, aber ich finde, wir haben es trotzdem gut hinbekommen. Sehr gut gemacht. Mhm. Ja. Man hört so viel. Man hört es trotzdem ja. So, ja, ja. Anders aus als es ist. Hör mir mal zu, ohne Anfall sage ich nicht. Da finde ich auch das geil, was da drin steht. Das ist mir, weil ich noch reingeschrieben habe. In einem Schritt bin ich extra nach Aachen gereist. Bahnticket auch. Das wäre auch für Deutsche Bahn erstmal. Was willst du tun? Weißt du denn überhaupt, mit wem du sprichst? Das ist mein Beruf. Ich gebe professionell keinen Fick. Egal, wo wenn ich komm, wird ra 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 ra. Ach, geil. Das kennst du noch gar nicht. Nee, das kenn ich nicht. Oder ich sag, ja. So platt einfach. Ja, Blatt, sagt das Beste. Das unten, ey, das ist, das müsst ihr mir verzeihen, das war, ich war übermüdet. Wir machen es nicht inklusiv, aber als Escortmann buchbar. Kann jedoch zu kleinen Raubüberfällen kommen, für die wir leider nicht garantieren können. Ist gar nicht lustig. Nee. Das ist eigentlich. Was ist falsch geschrieben? Escort ist falsch geschrieben. Ja, ohne U, ne? Ja. Ja, ne? Ich dachte auch so, hä? Hä, sag doch immer so extra. Das war extra. Ja, das war extra. Aber guck mal, kennst du die Zahl hier unten? Ist das Pi? Ja. Ey. Ey. Das ist auch so geil mit dem Ding. Der Kai wusste gar nicht, dass er da rein muss. Wir schicken ihm nur dieses Video so. Und dann der so, ha, ist ja lustig. Und ich habe mich noch nicht getraut, weil ich ja noch nicht wusste, so nicht, dass er dann absagt. Habe ich dem nichts gesagt. Da habe ich dem kurz vorm Dreh gesagt, so, ey, du musst da noch rein. Ist das cool, das haben wir extra gebaut für dich. Das Ding ist halt schon geil. Das sieht halt echt 1:1 wie in dem richtigen Musikvideo aus. Ne? Seht ihr noch in den Outtakes, aber diese Metallstange ist mir schon abgefallen. Dann ist der Arm manchmal so. Hat unsere Mom und ihre Freundin gebaut. Ja, voll gut. Ja, ja, unsere Mom hat da so jetzt so viel mit organisiert auch, ne? Die braucht auf jeden Fall Urlaub jetzt. Ja, ja. Für alle. Sieht so lustig aus. Was liegt da unter deinem Gras? Ist das dein Shisha? Boah, Alter. Eine Frage. Warum hat Kaya den Shisha-Tabak vergraben? Hast du das Drehbuch nicht gelesen? Doch. Du hast das Drehbuch nicht verstanden? Nee. Ja, so ein bisschen verwirrt ist der. Ah, so, okay. So, ne? Das ist ja alles. Ist okay. Ein bisschen verwirrt. Hat nee, er hat den gar nicht selber vergraben. Nein, genau. Er versteckt ihn vor seiner Frau, oder? Genau, er versteckt ihn vor deiner Frau. Ja, aber die... Ist doch. Die hat er vergraben. Die hat er vergraben. So. Aber er hat den Shisha-Tabak dabei nicht gesehen. Und kann ja sein, vielleicht gab es einen Erdrutsch. I don't know. Vielleicht ja, okay. Es kann so vieles sein. Also, deal with it. Also, Thomas. Nicht wie die Achseln deiner Mama. Aber warum liegt Totenkopf neben deinem Tabak? Da sieht aus wie eine... Gehen wir mal zurück zu der Szene, wo du am Smile bist, Alter. Ju erinnert mich an eine ganz bestimmte Person. Die ist so auf TikTok und Instagram. Ist sie super berühmt. Der türkische Koch. Kennt ihr den? Ja. Mann. Alter, das sieht doch genauso aus. Das meint doch auch immer so. Hat der so ein... Bruder, ich bin der Bruder. Fettes Stück Kotelett, was irgendwo... Kock? Kotelett. Kotelett. Achso. Ich sag Kotelett. Ein Stück Kock einfach. Ja, das siehst du auch so aus. Alter. Eine Frau, die du vor Jahren verkauft.
haben hast. Wo ist deine Frau eigentlich hin? Oder ist sie das? Ich glaube, es gibt da etwas Krasses, was du mir nicht sagst. Moment, ich kann erklären. Ich bitte, das war ein Unfall. Vielleicht ist es ja ein Fall für den türkischen Baklava-Weitwurfverein. Ich bitte Sie, ich mache alles, was Sie wollen. Alles. Da jetzt nichts alles. Ich bin fumsig, ich habe im Kreuz. Aber dann behalte ich das hier. Okay. 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 Guten Morgen, Herr Yildirim. Ich habe ihm was Schönes mitgebracht. Hallo, Oskar. Ey, aber Green, ne? Das ist doch der freundlichste Mensch der Welt, oder? Der ist so freundlich. Ich war ja die ganze Zeit sein Anspielpartner, ne? Und der musste die Szene ja, ich weiß nicht, 30 Mal machen. Der hat die ganze Zeit so ein Smile im Gesicht. Ich stand da und der musste mich die ganze Zeit angucken. Ich hatte so gute Laune, ne? Von jetzt auf gleich, weil mich dieser Mensch die ganze Zeit mit diesem super breitem Lächeln die ganze Zeit angeguckt. Aber war nicht nur sein Lächeln breit, sondern es auch er? Das auch. Aber ich habe kurz daran gedacht, diesen Witz zu bringen, dachte ich so, nee, slow. Und auf einmal kommt der von der Seite. Aber Green ist super, ey. Und das Krasse ist, bei Kaya, der hat ja auch sehr viel gefreestylt, ne? Der war so am Set, liest dieses Skript, was er wirklich so am Tag des Drehs gelesen hat, obwohl er es vor 2 Wochen schon haben wollte. Ich habe ihn immer gefragt, hast du das gelesen? Ist es okay für dich? Der so, ja. Und dann schickt er mir so, ich würde gerne kleine Änderungen machen beim Skript. Und dann meine ich so, okay, gut. Dann schickt er mir das Skript zurück und einfach so irgendwie abonniert alle meine Kanäle, stand einfach nur drauf. Und so, Kaya. Was auch interessant war, bei Kaya spielt er eine Rolle, ne? Wir haben es ja so geschrieben, dass es Kaya einfach sich selbst spielt, wie die meisten Cameos, aber er hat jetzt seinen Charakter, den türkischen Vater. Yildirim. Irgendwie cool, das ist ein Cinematic Crossover der Universe. Stimmt, ja. So Multiverse-mäßig. Ja. Deutsches MCU gebaut. Ja. Genau. Jetzt fehlt nur noch John. Ich liebe Match-Cuts. Das war der erste Drehtag. Ist das so? Ja. Boah. Tintenfischmann, hallo. Tintenfischmann. Was? Spuck mal Tinte. Wenn du das noch einmal sagst. Das bringt Klicks, Bruder. Ey, dieses eine Mädchen hat es immer so gut gemacht. Voll. Alle Kinder haben es gut gemacht. Alle Kinder haben es gut gemacht. Okay, das war der erste Drehtag. Ich war super happy, dass ich gar nicht vor die Kamera musste. Hm. Ja, wir haben das ja auch geschrieben. Das heißt, es ist natürlich, und Sean ist ja auch Regisseur. Und genau am Tag des Drehs, wo es losgeht, wo wir auch alle Angst hatten, scheiße, es geht los. Jetzt kommt der größte Dreh auf uns zu. Sean Corona bekommen. Positiv. Einfach ausgefallen. Morgen. Ich hatte ja nicht so schlimme Symptome, aber es war einfach so schlimm, nicht dabei sein zu können, nicht zu helfen zu können. Boah, und ich hatte wirklich so, dachte so, Alter, wäre ich jetzt auch noch vor der Kamera gestanden, hätte niemand mehr Regie machen können. Da haben wir Glück gehabt. Und dann haben wir Sean immer so per Remote, ne, mit dem Handy so, ey, drehen die Kamera um, ist das hier, wo sollen wir das drehen, die Location ist ganz anders, als wir die uns vorgestellt haben. Und wie machen wir das jetzt hier und das funktioniert nicht. Und dann warst du, quasi irgendwie, glaube ich, aus diesen Sachen, die wir gefilmt haben, wie noch Screenshots gemacht, Sachen aufgezeichnet und so. Boah, das war Terror, aber hat funktioniert. Dürfen wir erzählen, was wir eigentlich vorhatten? Ja, ja. Wir sind abgezogen worden von den Chinesen. Wow. Was hast du? Ich dachte, du willst anders. Ich dachte, du willst anders. Wann wurden wir von Chief? Ich hatte erst so ein großes Thunfisch-Kostüm bestellt. Nein, Leute. John sollte ein Cursed Sonic sein. Ach so. Und wir wollten, dann haben wir es geschrieben und dachten, hä, aber wir wollen ja Sonic auch nicht irgendwie als Alkoholiker darstellen. So voll wack. Und dann haben wir so Squid Game draus gemacht. Ich hasse mein Leben. Den Spot habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Mhm. Also nicht im Hauptvideo, sondern vielleicht irgendwo anders. Es war schon eine geile Aktion, ne? So wie wir so Sachen gestreut haben und auch promomäßig fand ich ziemlich cool. Wie wir da im Pool waren, uns ein bisschen Fruchtwein gekippt haben und danach wir beide sofort eingepennt sind, weil wir so am Arsch waren. Alter, und dann war diese Idee mit Onlyfans und dann mit Ass-Fotos und wir wollten halt keine Fotos machen, wo ich mich von vorne präsentiere. Einfach, sonst machen die da einen Lümmel rein. Und ich meine, jetzt glauben ja sowieso alle, dass du real Onlyfans hast. Ich überlege gerade noch, so viele Fans jetzt da. Hey, ich bin ja derjenige, der den Account gemacht hat. Ich habe mich verifiziert, ich habe die ganzen Uploads gemacht, die ganze Beschreibung. Ich hab ja praktisch das ganze OnlyFans und die ganzen... Wir machen neues Business draus. Ich habe ja auch das ganze Feedback dazu gelesen. Ey, 90% des Feedbacks ist erst entweder Zeitcock oder zweitens, boah, freue mich drauf, viel Erfolg. So. Ich bin also super drauf gespannt, was noch kommt. Ja, die hast du mir alle gezeigt, ich habe ja alles auch gelesen. Neuer Karrierepart ist da. Ja, safe, neues Business. Was ist das? Was ist das? Apfelsaft. Gönn mal Apfelsaft. Fass meinen Tentakel nicht an. Was geizt du so? Okay, also. Die besten Dialoge, die wir geschrieben haben. Okay, dieser Satz, das ist der Satz, den ich am öftesten gehört habe in den letzten 2 Wochen. Das liegt daran, weil der Jan Meyer,
fand den Satz so lustig, dass er einen Ohrwurm hatte von, was geizt du so? Ja, das hat sich in sein Hirn gebrannt, Alter. Und du guckst am Morgen auf dein Handy, dann schreibt Jan Meyer so um 3 Uhr morgens, was geizt du so? Hä, mir auch? Ja, ey. Einfach nur diesen Satz, was geizt du so? Ja, ich weiß nicht. Der ist verrückt geworden. Der ist verrückt geworden. Ich kann mir vorstellen, wie er so da saß so und dann schreibt das so und dann so. Aber um 3 Uhr morgens so. Ja. Der hat das in all eingebaut. Ich habe mir ein Jan Meyer Essen bestellt, der bezahlt mir das Geld auch noch PayPal wieder. Nur mit dem Kommentar, was geizt du so? Bin mal schiffen. Übrigens finde ich auch die ganze Set-Design, Set-Dressing ziemlich gelungen in der Wohnung. Also wir haben dieses Mal ein ganz anderes Team gehabt. Wir kommen ja ein bisschen aus dieser 5-Mann-Situation, ne? Jeder macht irgendwie alles. Diesmal hatten wir auf jeden Fall ein größeres Team. Mehr auch reingesteckt, viel mehr Arbeit, viel mehr Zeit und so. Wir hatten alleine 7 Leute, die für die Effekte zuständig waren. Einer war so ein bisschen Head-Off, so der Jerome, mit der auch schon geholfen hatte bei Keta Pan. Wir hatten geile Runner am Start. Wir hatten Leute, die sich auch um Kostüm kümmern. Um Licht. Licht kam auch. Mit Assistenz diesmal sogar. Viel mehr Leute in der Produktion. Die Dani hat ja auch jetzt die Produktion so geleitet. Genau, Dani. Boah, mega krass. Mhm. Und wir hatten zum ersten Mal Set-Dressing. Mhm. Dass eine Location quasi vorbereitet wird, auch einen Tag vorher, damit sie halt aussieht, so wie sie aussehen soll. Und sonst war es ja auch meistens immer, wir haben keine Zeit, über die Nacht irgendeine Location geklärt, hindrehen, abhauen. Aber so war schon ganz geil. Trotzdem war es stressig. Also nach dem dritten Drehtag ohne dich als Regisseur waren wir beide... Mhm. So tot, wir waren wirklich so kurz vorm Burnout nach dem dritten Tag Dreh. Ja, mies. Energie war unterm, ja. Durch den Boden durch. So. Genau, ich hatte überall Neurodermitis im ganzen Kopf und ganze alles. Kock? Am Kock, ja. Also, wir haben ja mit Alisa geshootet und dann haben wir gemerkt: Scheiße, die Szene funktioniert noch nicht so ganz. Und dann haben wir noch 2 erotisierende Szenen gedreht. Und dann haben wir es geschnitten und dachten, jawohl, klappt. Und dann irgendwann, so eine Nacht später, so voll müde, so, sollen wir Alicia das nicht lieber sagen? Bevor die denkt, so, what the fuck? Das ist mit dem Double, das ist ja Joe, ne? Genau, das ist ja nicht Alicia Joe. Double. Das tatsächlich bin ich, ja. Sie hier in mein Zimmer. Ey, Digga, so redest du manchmal wirklich, ne? Ja, das hab ich schon. Ja. Was soll ich dazu sagen? Wie bitte? Ich bin genauso. Wie bitte? Ich sage nur, was, Digga, was? Wie perverser. Frau Wollos, dem Tino geht's nicht gut. Tino, Schätzchen, was ist los? Der dicke Mann, der hat dem Tino Apfelsaft gegeben. Aus dieser Flasche hier. Was geben Sie da meinem Sohn? Apfelsaft? Muss Tino jetzt sterben? Tino geht nicht super. Oh, hab doch gar nichts gemacht, John! Ey, das hat also gut funktioniert. Ich bin's. Oh Gott, ein zweiter Perverser. Wie hast du mich gefunden? Ich hab dich getrackt, Bro. Getrackt? Oh, du fiederst mich an. Hä, warum? Hau ab, Drew. Die letzten 2,5 Jahre waren die besten meines Lebens. Ich hab jetzt eine Familie. Spiel einfach mit. Fassen Sie mich nicht an, Sie Psycho. Sag Daddy zu mir. Daddy! Nein, du... Ich brauche dich, John. Das reicht, ich rufe die Polizei. Ja, genau, ruf die Polizei, Schatz. Reichen. So, mit welchem Buchstaben fängt allerbeste Freunde an? Was willst du von mir? Womit fängt allerbeste Freunde an? Mit A. Oh. Wie schmeckt dir? Boah, die Augenshots sind so geil geworden. Jetzt hast du morgen einen Kater, sag ich und setze den Becher an den Mund. Ein Kasten am Morgen, ich bin direkt startklar. Ich war schon mit 12 so blau wie die Schlümpfe. Leben ist langweilig, ganz ohne Sünde. Wärst du der Genie und hätt ich drei Wünsche? Bier und deine Mutter in Strümpfen. Ich seh mit Schnurrbart so anders aus. Du siehst so assi aus, wa? Thomas meint auch immer jedes Mal, ey, du siehst aus wie ein anderer Mensch mit diesem Schnurrbart. Voll die Haare dazu auch noch. Ja, alles, ey. Sieht schon sick aus. Also ich sehe schon aus, als würde ich jeden Tag so einen Kasten trinken. Ja, so. Ja, safe. Ah ja, Will Smith. Butch. Extras Buffet und Rave auf dem Tisch. Hab in neuer Ruby Bubble gepisst. Kannst du das glauben, du was manchst? Deine Schwester wurde in eine Socke gespritzt. Ein Tornado und willkommen. Boah, ist der Tornado-Song, Alter. Boah, das war mein erster Tornado, den ich gezündet habe. Der erste Tornado. Aber der erste Tornado, den John gezündet hat, und der hat funktioniert. Freunde, man das hört, ist... Man hört so im Take, hört man so, das war der schönste Tornado, den ich je gesehen habe. Ja, ja. Ja, weil du siehst halt immer Tornado, Leute, die Tornados machen, aber das ist halt nicht so ein richtiger schöner Tornado, außer bei Mark Eggers. Ja, ich finde, das ist so eine
eine Tornado-Hymne, ne? Also ich meine, wir trinken ja eh nie Alkohol so. Wo wir gerade bei der Torte waren, wo er die Torte zerschlagen hat. Wir haben ganz am Anfang gesehen, so, oh geil, hier Benjamin Blümchen-Torte. Die halbe Crew ist halt den ganzen Tag drauf am Geilen. Nur das zum Schluss, das Ding kommt. Oh Mann. Ja, aber Ich habe das mitbekommen. Alle wollten essen, deswegen habe ich vorgeschlagen, da steht drauf. Ach so. Ganz viele Menschen sind gestorben. Ja, du hast geblutet. Ja, da war, unter der Torte war so eine Plastikerhöhung, die habe ich da durchgeschlagen. Nee, ich hab da noch so Reiszwecke drunter gelegt. Ach so. Das ist der beste Geburtstag ever. Maul. Das ist auch so. Ja, das war Jan Meyers Idee noch. Der müsste doch eigentlich immer noch asozial sein wie Finch, also was gar keinen Sinn macht eigentlich. Ja. Und dann kam das hier. Der hat, was hast du gesagt? Gar nichts, ne? Doch, ich hab. Bah. Und dann haben wir in der ADR hab ich einfach mal Smoll aufgenommen. Der fand das so lustig. Ja, ich fand's auch so, ich musste immer lachen. Ja, ich muss auch immer lachen, wenn ich die Szene sehe. ADR, für die Leute, die nicht wissen, was bedeutet, das ist, wenn man etwas nachsynchronisiert. Habt ihr wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Es gab schon ein paar Sachen, die ADR'd wurden. Dieses ganze Video ist ADR'd. Oh mein Gott, Tino hat gelacht. Tino hat noch nie gelacht, seit sein Vater Querdenker geworden ist. Er Tino das Blut 1000 katalanischer Mauereidechsen injiziert hat und jetzt im Darm eines eingefrorenen Mammuts lebt, um sich einer unentdeckten Virenkolonie anzuschließen. Wir sind wieder back. Sliden in diese DMs rein vorbei. Komm weg mit dir! Soldat! Ich hab mir meinen letzten Euro für dieses scheiß Kostüm ausgegeben und keinen Cent verdient. Und was ist das hier? Ukulele! Scheiß drauf, John, ich weiß, wie du. Du wir reich werden. Damit können wir die letzten Hauptvideos finanzieren. Schön wär's. Aber immer wenn du irgendwo auftauchst, passiert mir irgendwas Schlimmes. Ich verspreche dir, dieses Mal nicht. Oh. Guten Morgen! Guten Morgen! Warte mal, es ist fast abends. Oh. Alter, das ist so geil. Drehen. Das ist. Ja. Das schönste Frame, wo du hier angehalten hast. Ey. Schön, sieht aus wie ein Stück Teig, sag ich aus, Alter. So wie ein Stück Teig. Willst du dich nicht entschuldigen? Wegen entschuldigen. Die Sache ist so, als ich 4 war damals, als mich das erste Mal jemand... Jura, das ist auch voll gut gemacht. Oh, mega. So gut. Auf jeden Fall bin ich dann in den Brunnen gefallen, so komplett mit Brennnesseln voll, und da ist ein Mann aus dem Wald gekommen. Cool Story, Bau, aber John, stell dir vor, ich habe herausgefunden, wie man magische Bohnen züchtet. Und wir haben uns immer nur in Scheiß geritten. Ach, hast du eine Ukulele bekommen? Ich scheiß auf die Ukulele. Kann ich sie dann haben? Fass meine Ukulele nicht an. Überleg doch, John, wir haben die Bohnen immer nur eingesetzt, wenn wir in Schwierigkeiten waren. Diesmal würden wir die mittelmäßige Songs produzieren. Durchschnitt ist die Cashcow von heute. Weiton, wenn ich reich wäre, müsste ich den Charakter. Die Pausen sind so lustig, Alter. Und dann nennt ihr mich beide Daddy! Daddy! Das ist ja auch so Sachen, teilweise kommt das mit dem Haus und dem Daddy nochmal. Das sind Dinge, die teilweise erst im Schnitt entstehen. Also im Schnitt entsteht auch, dann sagst du ja immer, das finale Werk erst, ne? Im Schnitt wird ein Film erst zu Ende geschrieben überhaupt. Krass. Nicht beim Drehbuch, sondern beim Schnitt. Voll. Stimmt, das habe ich so oft von dir gehört. Ein Film wird irgendwie erst dreimal geschrieben oder dreimal gedreht oder irgendwie sowas? Nee, Film wird immer zweimal geschrieben, beim Drehbuch und im Schnitt. Weise Wort, habe ich mir auch tätowieren lassen. Hier, guck mal. Wow. Ich wäre, dann würde ich mir voll gerne einen Heißluftballon kaufen, damit auch Vögel meine Zeitungen bekommen. Wir brauchen einen Ort, wo wir ignoriert. Ich kenne da jemanden. Was? Wo? Ich fahre da mal bei meinem Zeitungsjob vorbei. Das sind ganz nette Menschen. Die loben mich immer für meine blonden Haare. Blondie nennen die mich. Ja, ich mach einfach Nutcase auf dem Helm. John, gib ihm das Ding. Echt jetzt? Das mach halt. Und wo ist diese Scheune jetzt? Ariastraße, Haus Nummer 88. Ah, schon so spät. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Ah, nee, hier rum. Was mit deinem Fahrrad? Ach, brauche ich nicht. Ich folge einfach meiner dünnsten Schnur der Welt. Die bringt mich immer nach Hause. Schönes Wochenende. Es ist Mittwoch. Wer kam eigentlich auf die Idee mit der dünnsten Schnur der Welt? Es war deine Idee, es war aber zuerst das kleinste Messer der Welt. Mhm. Stimmt, ah, das gab's ja auch noch. Genau, das kleinste Messer der Welt war nämlich ein Messer, so klein, dass man es nicht sieht. Weil wir wollten halt kein Messer zeigen. Und dann kamst du auf diese Idee mit dem kleinsten Messer der Welt in so einem kleinen Koffer. Ja. Dann nehme ich das raus und dann habe ich es in der Hand so. Was ist das? Was hast du da in der Hand? Das kleinste Messer der Welt.
Das war so lustig. Kamst du auf die dünnste Schnur der Welt, oder was? Ich weiß nicht, wer darauf kam, aber auf jeden Fall kamen wir dann im Nachhinein auf die dünnste Schnur der Welt. Ich finde aber auch Julias Rolle ist so nice. Weil ja, in diesem Raum haben wir, glaube ich, 2 Monate lang durchgescriptet für diese 3 Akte. Also 2 kommen ja noch so, ne? Und wir haben, glaube ich, Julia echt so 5, 6, 7 Mal neu geschrieben, ne? Mhm. Komplett neuer Charakter. Aber wir hatten einmal was geschrieben, wo wir gemerkt haben gegen Ende, wow, jetzt hat die kriegt ja immer mehr Superkräfte auf einmal. Irgendwie ist sie zu krass jetzt. Und irgendwie kennt man Julia schon immer in diesem perfekten Licht. Und wir wollten sie halt in so einen Charakter geben, der cute, bisschen stupid ist, aber quirky, eigentlich total, ja, quirky, aber eigentlich genial. Aber die Genialität kommt erst noch. Straße 88 klingt ein bisschen sus. Nein, sind liebe Leute, wie diese Julia gesagt hat. Wieder ein geiler Match. Geiler Moment, Alter. Erstmal wieder ein geiler Matchcut. Ich liebe Matchcuts und das ist so ein guter Reveal. Diese 5 Jungs, ne? Jedem dieser Menschen musste ich ein Telefonat führen und ihm erklären, was es geht. Und es waren so weirde Telefonate, Leute. Aber die waren so super, ne? Die haben so viel Scheiß mitgemacht, Alter. Alle voll Hammer. Voll. Was ich auch so geil finde, ich glaube, das ist einfach nur Zufall. Diese Teddybären da auf dem Sofa. Ja, die waren Zufall und wir dachten, die lassen wir. Das ist, sieht aus wie perfekt durchdachtes Set-Design, ja. Aber es war wirklich jetzt hier Zufall. Zumindest die Bären, ja. Bier einfach. Ja, die Schilder haben wir noch da drauf gehangen. Ah, ja. Wir haben natürlich sehr viel weggeräumt. Auch eine Sache zu dem lieben Herrn da ganz rechts, weil man eventuell nämlich auch schon aus einem gewissen YouTube-Video. Und das ist auch wieder so eine Jan-Meyer-Aktion. Der wollte von Anfang an, dass wir dieses Video irgendwie in der Promo-Aktion benutzen. Bis er dann, der hat wirklich eine Woche lang, hat er gesagt, nehmt doch das Video, wie der am Heulen ist. Bis wir dann endlich nachgegeben haben, gesagt, okay, das verlinken wir dann auf einen dieser OnlyFans-Bilder. Er wollte es aber einfach nur so hochladen. Und einfach so, dass jeder sich fragt, hä, was ist das für eine Szene und sowas. Wir so, nein, Jan, hör auf, das ist keine gute Idee. Und Stroppen. Und Stropsen. Oh, hi. Schicke Wohnung hier. Auch cool von Inneneinrichtung her, sehr deutsch. Ja, mag ich. Deutsche Flagge, schöne Flagge, sehr schöne Flagge. Und tschüss. Super Tier, mein Lieblingstier. Wie das Gag immer durchgezogen, immer weiter. Aber ich liebe das, diese Running Gags, die von welchen Assoziationen mit der deutschen Flagge ist. Haben wir auch noch so einen Adler, so einen Igel. wir sind auch deutsch, so speziell deutsch, wie ihr. Make Germany great again. Der Flagge sind Rechtsextreme? Was soll das? Wir sind keine Rechtsextreme. Nur wegen unserer brasilianischen Flagge? Außerdem ist das ein Hund. Das wird immer dümmer. Was? Haarausfall? Das Wort. Sag das Wort nicht. Hä? Was meint ihr? Das Wort! Boah, es wurden so viele Diskussionen um diesen Schritt gedreht. Boah, aber ja, darüber haben wir einen Tag diskutiert. So. Die zeigen ja nur mit dem linken Arm. Mit dem Finger. Das hittet schon hart. Das hittet anders. Also ich bin jedes Mal immer wieder so ein bisschen geschockt. So. Fangen wir nochmal von vorne an. Julian, hi, ich heiße Julian. Wir wollten eigentlich nur fragen, ob wir eure schicke Scheune mieten dürfen. Aber günstig. Ja, wir sind nämlich hart pleite. Ha? Schon wieder das unerlaubte Wort? Ihr kommt ungebeten in mein Haus, macht uns fertig und jetzt wollt ihr was von uns? Nein, die Sache ist so. Ja, was? Das sind auch... Ja, was? Ja, genau. Joe, was laberst du? Ja, wir sind oben auch Karl, geht schon ganz früh los bei uns. Die sehen aber ziemlich echt aus. Also meine sind eigentlich auch echt. Nee, schaut mal. Ja! Das ist so gut. Boah, so viele Dinge, die noch wichtig werden. Oh mein Gott. Ich bin wie der Typ, der sagt, ich muss dir was Wichtiges erzählen, kann ich aber leider nicht. Es ist für uns beide schwer. Warum hat er so Leder an? Bei uns seid ihr richtig. Für was braucht ihr denn unsere Scheune? Also wir verkaufen Bohnen, magische Bohnen, um Spenden zu sammeln für Haarbedürftige. Ich meine Schopfbedürftige. Und wir brauchen einen Ort, um die... Ey, ich find's immer so nice, wie John gekault wird. Kann nur auf diese Stelle gucken. Ja, ja. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so ein Vibe einfach. Das ist einfach so ein Gefühl ist das. Ja. Worauf euch das erinnert, das ist dieses Jesus-Bild an diesem langen Tisch, wo so ein Jünger neben so. Ja, aber mit Stropfen. Kippen und Bier, oder? Aber wie geil, auch Stropfen da sitzt. Ja, ja. Strong. Wir brauchen einen Ort, um die Bohnen in sicherer Umgebung zu züchten. Man merkt, ihr seid ehrliche Menschen.
Achso, super. Hast du das Video eingebaut? Das ist. Ich hab gedacht, jetzt das WhatsApp mit dran. Ihr seid so asozial. Ich dachte, ich hab ein neues hier. Ich bin nur gespannt, wie viele Leute drauf reinfallen in der Reaction. Weil ich weiß noch, wo ich gestreamt hatte, wenn der Sound kommt, hast du voll Angst, Panik. Dass du irgendwie aus Versehen den Browser so öffnest, dass man WhatsApp sieht und irgendwelche Nummern sieht, so von Leuten, die man noch nicht abgespeichert hat, weil man zu faul war und dann noch die Nummer sieht. Oder irgendwas, was geleakt oder gebannt werden kann. Ich find's funny. Aber jeder guckt aufs Handy. Das Hirn ist schon so krass drauf getrimmt, Alter. Voll. Bisschen leer die Szene noch. Ja, genau, wir haben auch Glatzen. Und diese Perücken tragen wir immer nur tagsüber. Eigentlich hasse ich Frisuren. Heinrich, mach mal lauter! Haare, das Wichtigste im Leben eines Mannes. Was bist doch du? Der sieht mir ein bisschen ähnlich so, aber ich kenne ihn nicht. Nee, keine Ahnung. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Julian Fagino. Oh Gott, das ist gut. Das ist der Schlimmste, Mann. Ich müsste jetzt noch was sagen, ne? Warum? Das war ja niemals gedacht als Szene für den Film. Das hatte Jan eingebaut, aber das ist gar keine Szene, die wir drin haben wollten, sondern es war einfach nur ADR. Wir haben das Mic hingehalten und dann hatte Tom dann einfach draufgehalten, so, ne? Aber das ist so ein geiles Bild, wie alleine in dieser großen Leere sitzt und ja, anfängt zu schreien. Ja. Der ist so unästhetisch gefilmt. Wenn wir die Kamera so halten würden, wenn wir sagen, ja, geh mal ein bisschen closer, ne? Ein bisschen untersichtiger oder sonst was. Hier, Stroppo, ne? Ihr seht ja, dass er komischerweise mehr Haare hat als sonst, ne? Und da hatte ich ja so ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn, als er mir diese Story erzählt hat, weil wir haben ihn ja als Glatze und am Tag, wo er ankommt, sagt er, Thomas, ich hab mir Haare tätowieren lassen. Nein, Stroppo, warum jetzt? Krass, ja, das ganze Ding ist ein Tattoo? Ja. Nee, nur hier vorne, der vordere Bereich. Das hat auch jedem stolz präsentiert an den Drehen. Ja, ja. Und auch so, hey, Dan, guck mal, weil ich dachte nur so, war es das nicht so 4 Wochen später? Ja. Aber egal, scheiß drauf. Oder. Du bist doch gerade erst Vater geworden. Ey, auch so gut, ne? Hast du es gesehen? Hat das irgendjemand jemals gesehen, dass wir die Kette hier mit dran geklebt haben? Mhm. Weil ich wollte, dass sie noch so ein bisschen hängt und nicht so eng ist hier wie so ein Joker. Ah. Aber es gab keine Kette mehr. Sein Kostüm von Jan hier, das ist noch ein anderer Jan, nicht Jan Meyer, war halt noch nicht so fresh genug. Und dann sind ja nochmal Mom und Dani losgefahren, haben über Klamotten gesucht und wir haben da irgendwas zusammengeschustert mit einem Unterhemd, einer Kette, die wir so dran geklebt haben. Und dachten, ja, ist ja egal. Super. Das passt denn ganz gut zu ihm. John, wir müssen die eskalieren. Jetzt! Verstanden. Weißt du, warum wir die Bohne getrennt haben eigentlich? Kommt da irgendwas noch? Weil wir die Scheune noch nicht hatten. Was? Nein, weil eigentlich ein anderer Musiker hier geplant war. Und zwar 6ix9ine. Und wir dachten so, 6ix9ine, lieber nur die Hälfte der Bohne nehmen, damit es nicht so ganz stressig ist. Und dann würden wir die nehmen und dann wurde es aber doppelt so stressig. Das war die Idee. Ach so. Wenn du so oft die Sachen neu schreibst und immer wieder, nee, das ändern wir und das ändern wir, dann bleiben manchmal Überbleibsel so eine übrig, die dann manchmal vielleicht irgendwie einen anderen Sinn ergeben. So. Diese Brille links, ne? Absolut Horror, die ist jetzt kaputt, ne? Ja, die hast du kaputt gemacht. Das war auch einer der ersten Drehtage, da war Sean noch in Quarantäne. Der hier wird gespielt von Calvin, auch einer aus hier, aus dem EG-Team, aus dem Eternal God-Team. Das ist Sean. Das bin ich gerade hier noch im Shot, ja. Aber in manchen Shots ist es der Vlad. Das ist Vlad. Das ist beides Vlad. Aber vor allem, ich habe mir gedacht, okay, scheiße, ich komme diesen Hauptvideo nicht vor. Doch, hab's noch reingestanden, hab ich reingesneakt. Aber es war immer einfacher, weil dann kann man immer auf der Kamera gucken, so, mach das so, dreh dich so, anzählen und so weiter. Wenn, da merkt man schon, dass die Brille kaputt ist, ne? Ja, hier hast du die Brille auf jeden Fall am Arsch gemacht. Boah, ich weiß gar nicht, wie du das angezogen hast, aber Vlad hat diesen Helm nicht aufbekommen. Hey, ich habe jedes Mal geschrien, weil das so weht hat. Ich so immer so, Ich hatte nach dem Dreh auch irgendwie so Migräne nach dem Helm. Ja. Ihr dachtet, ich stelle mich an, dachtet ihr. Als ich den Helm angezogen habe, ich meinte so, warte, das sticht, das tut hier weh so. Und dann muss ich die Brille gerade schieben. Ja. Und mich alles so angeguckt, als würde ich mich da voll anstellen. Aber es hat wirklich weh. Nee, also niemand hat gedacht, dass ich anstelle. Doch, ich habe es in deinem Blick schon gesehen. So. Ich habe nur
In den Augen, so ich, diese Wellen habe ich mitbekommen, so ey, wir müssen uns beeilen, so stell dich nicht so an. Wir hatten wenig Zeit, ja. Wir hatten für Daft Punk Video 2 Stunden geplant zu drehen, haben aber 7 Stunden plus nochmal ein Pick-up-Day, das heißt nochmal Nachshoot-Day gehabt vom Greenscreen, den wir hier zu Hause aufgebaut haben, wo Vlad quasi reingesprungen ist. Ich habe zusätzlich, dass wir sowieso schon Stress mit dem Dreh an sich hatten, waren Ju und Rezo noch für 1 Stunde oder 1,5 Stunden verplant, weil die noch in einem Podcast-Livestream sein mussten. Das war dann so eine Show über Podcasts. Ja. Nach Berlin live geschaltet. Und die kam natürlich auf die Idee, was ist der beste Drehort, der beste Ort, wo wir da gerade streamen können. Natürlich nicht auf dem ganzen Set, weil da war alles voll mit Stuff. Ja, wir machen das hinten auf dem Rücksitz vom Auto. Ja, nur das Problem war ja, irgendwie war dann trotzdem keine Verbindung. Obwohl wir ja vorher einen Verbindungstest gemacht haben. Nur weil ich so blöd bin, habe ich den Verbindungstest 2-3 Tage vorher um 23 Uhr nachts gemacht, wo natürlich quasi internettechnisch alles entspannt ist, ne? Diese ganzen Funkstrecken. Und wann haben wir dann den Livestream machen müssen? Thomas. Um 16 Uhr oder so. Da vor Ort war das Internet miserabel. Genau, ne? Aber nachts war es halt gut, weil ja niemand online ist. Aber um 16 Uhr, wo der Livestream stattfinden musste, war natürlich mega Traffic. Und überall. Es gibt noch einen Typen, der heißt, den hast du gerade erwähnt, Thomas 1.0. 2.0. Ich dachte, du bist 2.0. Nein, der ist 2.0. Okay, dann Thomas 2.0. Der hatte damals eine SD-Karte von uns gerettet. Der hat die einfach quasi auseinandergebaut und wir zusammengebaut. Der Typ ist ein Genie. Der hat einfach das Internet neu programmiert dann vor Ort. Aber ja. Insi-Modus aktiviert. Ja. Ah, ich muss mal ein bisschen hochziehen, damit man auch die Untertitel sieht. Dieser Song wurde auch irgendwie 12, 13 Mal neu gemacht von Vince, weil wir ganz unzufrieden waren. Und so, ah, das ging alles noch so leer und das muss irgendwie so einen Kopfnicker-Beat haben. Und der Beat, auf den wir quasi das Video gedreht haben, ist ganz anders. Mhm. Ja, Vince hat auf jeden Fall auch nochmal ganz gut graue Haare bekommen von dem ganzen. Aber muss, ich finde so, sonst ist es kein richtiges Hauptvideo gewesen, wenn Vince keine grauen Haare bekommt. Aber Vince ist auch immer so geil, der ist immer so mega, immer mega busy und immer mega on stress, aber dreht halt ganz viele Instagram-Stories immer. Ja, Vince. Seine Tochter. Vince, hör auf damit. Die sind ja ganz süß so, aber man sieht halt so in jeder Story, dass er so 2-3 Haare grauer hat durch uns. Irgendwann waren wir uns so unsicher, Abfluss frei, kommen wir von Olli Hani. Das ist falsch, das Komma ist falsch, oder? Dann machen wir ein Komma einfach zu viel rein. Das ist lustig. Dann kaschieren wir, dass wir nicht wissen, wo das Komma hinkommt. Und dann so, okay, warte, aber checken die Leute das, dass wir es kaschieren, dass wir es als Joke meinen? Nee, lass uns noch mehr Kommas reintun. Und dann so, okay, lass uns richtig viele Kommas reintun. Ihr habt recht, kein Mensch braucht Haare. Stolz auf unsere Glatzen. Keine macht den Haaren. 30, die klingt gar nicht mal so. Was ich letztens schon erzählt habe, in der Szene habe ich meine Haare einfach nicht richtig hinbekommen. Hey, du Wichser. Aber das passt richtig gut, weil davor hat er mir eine Haare gezogen. You know? Ja, hast du Glück. Ey. Alles geplant, John kam hier ins Haus rein und seine Haare waren erstmal so. Und ich so, Digga, willst du deine Haare nicht machen? Der so, nee, mach ich später am Set. Ich so, das wird am Set nicht klappen. Du wirst kein Wasser haben, du kannst, nee, mach so, ich drück die runter. So, ich so, das wird nicht klappen. Ja, aber und das hat nicht geklappt. Ja, weißt du warum? Weil ich wusste, dass die Szene davor, da wurde mir deine Haare gezogen. Das war ein Zufall, glücklicher Zufall. Nein, ich hab das Skript einfach im Kopf. Fair. Ich muss, ich hab's dir nicht gesagt, weil du... Aber wir euch fälschlicherweise für Rechtsradikale gehalten haben, ist das dann doch ein fairer Deal. Genau. Und außerdem bekommt ihr noch Heilerde und Reisdünger dazu. Da wächst das Gras immer schön nach rechts. Ey, diese Line, ne, mit Heilerde und Reisdünger und da wächst das Gras immer nach rechts, die war in dem Skript mal hier, mal da, mal dort. Wir konnten uns nicht lösen von diesem Satz, ne? Und der, egal wo, und so, ah, hier passt es nicht rein, da wird die Szene zu lang, hier oben, okay, aber es macht doch keinen Sinn, da kennen wir Stroppo noch nicht so gut. Und hier erst, weil da wird erst revealed, dass hier eigentlich gar keine Rechtsradikalen sind. Wo macht es am meisten Sinn? Das, wo ist die Pointe am stärksten? Mm. Dieser Satz ist überall einmal durchs Skript geflogen und ist dann am Ende hier gelandet dann. Da hast du perfekt gelandet. Ja. Der Shot, den finde ich richtig cool. Geil, ja. Puh. Ich liebe es auch. Richtig toll. Und auch richtig aufwendiges Set. Tobi hat das gebaut, du warst ja auch dabei, hast dann das Ganze sogar noch gepreshootet alleine. Mit Angelo zusammen. Mit Angelo zusammen. Bin auch froh, Angelo und Tom
dabei gehabt zu haben. Mhm. Für Kamera beide halt mega, ne? Die auch jetzt so viele Projekte mit uns mitgemacht haben und einfach wissen so, wie das Ganze funktioniert und trotzdem bei, auch in einem größeren Dreh, bei einem professionelleren Dreh sich auch so auch switchen können. So. Und Daniel Peter. Daniel Peter wollte ich sagen. Und Daniel Peter auch, ne? Genau, der dann... ja, krass. Drei geile Kameramänner. Und auch Curly, auch der immer am Start ist bei den ganzen Songs mit uns zusammen und so weiter, ne? Der auch diesen ganzen Scheiß mitmacht. So many cries. Es hat funktioniert. Was war denn das da auf dem Tisch? Etwa der Pager? Ach so, ich dachte schon Fehler gerade. Boah. Das ist gut, wenn wir das jetzt so spoilern. Kann man auch rausnehmen. Die Leute sollen doch selber gucken. Wenn wir das so betonen. Also auch so ein Recap. Aber der spoilende Boss, der redet ja immer mit einer Art Spoiler-Betonung. Weißt du, was? Hm? Wie bitte? Wer bitte heißt das? Cooles Easter Egg da übrigens mit dem Pager. Lass bitte beides genauso drin, Alter. Das ist genauso hintereinander, Alter. Oh mein Gott, Alter, das ist noch schlimmer. Geil. Sie wachsen schneller als gedacht. Von hier aus können wir unser Bodenimperium aufbauen. Kannst du mal aufhören zu rauchen? Ich bin alt genug. Boah, das stinkt aber. Neuester Shisha-Tabak. Sparky heißt der. Schau mal, was ich entdeckt habe. Hinter jeder Bohne steckt ein Musiker. Wissen wir. Check. Aber da muss doch viel mehr dahinter stecken. Ja. Boah, da hatte Jerome angefangen, so eine krasse Zelle zu bauen, dreidimensional, so ein bisschen wie vom Vibe her der Anfangsshot durch meine Lungen hier, sonst was, ne? Und dann dachten wir so, ey, das wird zu viel Aufwand. Das muss scheiße aussehen. Das muss crappy aussehen. Jetzt ist es sowas geworden, aber mega ja, funny. Mega funny. Funny. Ja. Dann finden wir es heraus. Aber bevor wir wieder alle Bohnen verlieren. Ja, den Glatzen traue ich auch nicht so ganz. Ja, wir sollten immer eine Bohne safe haben, so als Checkpoint. Aber wo sollen wir die verstecken? Ah, ich dir, du mir? Danach ich dir, du mir? Ja. Hier drin wird niemand suchen. Ah, nicht so tief. Ah, was wollen die sich... Okay. Auch eine Situation. Wie die fliegt. Boah, wie sie fliegt. Krass. Aber diese Situation, ne, wir haben die in verschiedenen Versionen gedreht. Auch einmal mit Hose runter. Und das mussten wir halt von auch YouTube freigeben lassen. Marco, unser YouTube-Ansprechpartner, der hat auch uns schon vorgeschlagen, dreht das mal besser öfters so, ne? Mal so, mal so, mal so, damit wir halt irgendwie eine Variation haben. Weil wir müssen uns natürlich ein bisschen schon an die Community-Guidelines halten. Die Version geht, aber eigentlich war noch ein bisschen mehr der Akt zu sehen. Ein bisschen expliziter war es. Expliziter. Genau. Eigentlich war es schon mehr so... Ne, so. Ihr habt mir ins Loch schon gefilmt. Genau. Bei genau. Dem Mikroskop-Objektiv waren wir drin. Ja, POV richtig. War das. Wir hätten es eigentlich so filmen müssen, wie der erste Schritt mit der Wohle in deine Lunge rein. So. Aber durchs Arsch. Boah, stimmt. Aber ja. Auch nochmal hier zu Michael Smolik, ne? Der Kerl, ich fand es so krass, dass der sich Zeit nehmen konnte, weil der ist ja gerade in der übelsten Vorbereitungsphase für seinen nächsten Fight, ne? Der geht ja bald los. Aber trotzdem ist er im Wagen, ist zu uns gekommen, hat den Scheiß mitgedreht. Und ja, direkt danach wieder ab ins Training. Sehr, sehr geil. Mega, ja. Alles okay, Bro? Werde ich jetzt sterben? Nein, das wird nur eine Beule. Bevor ich gehe, muss ich dir noch eine Sache beichten. Du wirst davon nicht sterben. Bruder, das ist meine Beichte. Hab unsere Serie weitergeschaut ganz alleine. Und deinem Vater gesagt, die Kippen waren deine. Und dass deine Ex einen neuen hat, wusste ich seit dem ersten Tag. Doch ich nehm nichts mit ins Grab, meine Beichte. Dass ich mit deinem Insta meine Fotos like. Hab gelacht, doch deine Jokes waren immer scheiße. Das ist ja gar kein Slow-Mo, ne? Ja. Das ist einfach nur Slow-Mo geactet. Ja, so. Aber es sieht aus wie Slow-Mo, das ist so geil. Und die Tattoos auch hier. Auge. Boah, das war auch so, wir wollten drehen, so okay, ready. Und dann war John auch so, hä? Aber die Leute noch Tattoos. Ich so, oh nein, wir haben uns gar keine Gedanken darüber gemacht. Hat auch keine Farbe. Dann bist du losgerannt, ne? Und dann so, okay, was machen wir am Hals? Und wir waren so voller Pollen in der Nase. Wir konnten gar nicht mehr klar denken, ne? Wir hatten 1000 Allergietabletten, auch mega müde. Und dann war einfach nur, ey, sollen wir nicht einfach hier Hals rausschreiben? Okay, und hier Auge oder was? Ja, mega lustig. Joker, so kaputt. Auge, Alter, ja. Da drehen wir richtig schlimm. Das war so ein Scheune, da oben war super viel Heu. Und das ist halt kacke, wenn man Pollen Allergie und Heuallergie hat. So, ja. So Sturm da drin. Ja. Und Sonnenallergie. Ja. Ich? Also, ja, wenn ich in die Sonne gucke, muss ich niesen. Aber das kann keiner relaten. Nee. Doch, ich kann es ja? relaten. Ja, auch. Ja, das wenn man das hat, ist man. Kommt da so ein bisschen Pipi bei mir. Können wir weiter? Sei jetzt stark, ich war gestern Nacht mit deiner Schwester Anna.
Das macht so Sinn hier. Übrigens, sehr guter Podcast, den ihr alle abonnieren müsst, aus dem Off. Das aus kannst du rausschneiden. Oder mein Podcast. Das ist Seans Podcast. Ja. Ja, weil das deine Wohnung. Genau, diese Wohnung ist ja wirklich die Wohnung von John quasi, ne? In Songs aus der Bohne. Zwei. Irgendwo, wo du sie ja warst. Zwei, wo du mit Vince als Vater. Vince ist ja deine dein Vater, eigentlich. Zwei. Und dann bin ich ja bei ihm gewesen. Dann quasi wohnt seine Schwester fiktiverweise auch bei ihm so. Ja. Weißt du noch, als du umgezogen bist in den sechsten Stock? Ich war nicht krank, sondern hatte halt nur echt keinen Bock. Dein Controller, der bei dir daher plötzlich verschwunden war. Ich beichte, das ist mein Player, du schon seit 100 Jahren. Frag dich, willst du ein Kaugummi, aber wegen Mundgeruch? Mit deiner Zahnbürste hab ich mir mal die Sonnen. Dein Netflix-Account wird von der ganzen Schule benutzt. Das ist so ein Bastard-Song eigentlich. Ach so, ein Asi. Ja, so komm ich aus. Sag ich deinen Namen im Bus. Wo sind sie hin? Ist auch visuell einfach so geil. Schön, dass wir uns gefunden haben. Ich schieb das jetzt nicht auf mich. Wie smart auch mit der blauen Mülltonne. Stimmt. Das haben wir doch am Set sogar extra noch gesagt. Schnell. Aber wegen NordVPN, aber ich glaube dann nur wegen seinen Klamotten, weil blau und braun ein cooler Kontrast ist und bei dir halt umgekehrt. Ja, ja. Und die ganze Zeit war jemand hinter John und musste ihn so ein bisschen stabilisieren, weil wir mussten die Tonne hinten aufschneiden. Sonst wäre John ja nicht runter. Stimmt. Body-Shaming gegen John jetzt. Der ist einfach größer als du. Einfach erstmal. Den sieht man auch ganz leicht. Ganz leicht da. Da hinten, ja. Da hockt jemand. So sein Knie. Junge, du bist total unsicher im Netz. Auf deinem Phone, auf deinem Laptop. So geil. Location eigentlich, ne? Irgendwie so. Überall gibt es Hacker, Malware, gefährliche Webseiten. Weißt du noch, wie ich vor einem Monat gehackt wurde? Darum nutzt man ein VPN. Und NordVPN ist nun mal der King auf dem VPN-Markt. Bro, machst du gerade Werbung? Ja, check es selbst mal aus auf nordvpn.com/studienbam. Du hast nichts zu riskieren mit der 30. Ich find's schon cool, wie wir Werbung einbauen. Kann man mal sagen. Wie John sich bewegt und wie Ju sich gleich bewegt. Komm zurück. John, nein, hör mir zu. Nein! Boah, ihr müsst wissen, das ist so, sieht so einfach aus, ne? Er musste unten, weil er ja Pflastergestein ist, ein Pflasterboden ist, mussten wir da ein Holzbrett drauf machen und eigentlich quasi eine Konstruktion für die blaue Tonne, damit sie halt fahren kann. Und weil dann die blaue Tonne dadurch, durch dieses Gestell höher ist, müssen wir die braune ja auch höher machen. Und diese ganze Konstruktion hat so gewackelt. Ja, und die Konstruktion musste dann ja auch halb wieder abgebaut werden, weil es nicht ging. Und dann musste ich dich ja immer mit den Beinen schieben, ne? Was man nicht sieht, sind drei Leute oder vier Leute, die gesorgt haben, dass diese Szene funktioniert, dass ich rangerückt werde. Ja. Ich habe auch ein Foto davon, kann man natürlich einblenden kurz. Ach so, ja, voll. Da ja, kannst du gerade Da denkt sich nur, oh, noch ein Schnitt. Sonst findet uns die Polizei. Was ist, wenn wir die Bohnen gar nicht nehmen? Wow, cool, Joe, danke. Ja, aber halt jemand anderes. Jemand, der nicht viel hinterfragt. Jemand, den jeder sofort ins Herz schließt. Jemand, den man ausbeuten kann. Jemand, der sowieso singen will. Ja. Was? Was? Chicken Nugget! Die Sache ist, dass er mit diesen Push-Art-Farben angemalt. Die Sache ist, diesen Shot, ich habe mich so besiegt, ich konnte nicht mehr. Das war das Schlimmste für mich, so nah vor dir zu sitzen und du so. Ja, also kurz vorm Cut hat er direkt angefangen zu lassen. Ich weiß, dass du gar keinen Bock hast, da reinzubeißen und gerade alles dafür gibst, dass diese Szene funktioniert. Und ich so, du darfst nicht lachen, darfst nicht lachen. Boah, und das konnten wir dann nicht nochmal drehen, weil dein ganzer Mund schwarz war danach. Und ich so, nein. Keine Zeit mehr! Das war so geil, Julia, so, was soll ich denn singen? Deinen eigenen Song? Die ist okay. Hier, mein Kind. Danke, hat Ihnen das Lied gefallen? Nein, damit du aufhörst. Sie war auch so geil, ne? Ja, sie war super, ey. Sie hatte so viel Spaß am Set. Dann hat sie ja noch mit uns diese ganzen Videos aufgenommen, wo sie so Flossdance macht. Das war so geil, als wir dann Pizza essen waren auf einmal. Sie so, ey, kann ich kurz was drehen? Wir so, ja, klar. Nimmt die ihr Smartphone raus, so, wuh. Yo, Leute, was geht ab? Hier, guck mal, mit wem ich hier gerade chille. Wir so, wieder. What? Und sie dann so, ich bin's wieder, eure Oma, yo. Das war so geil, Alter. Ja, so viele Leute, die ein bisschen älter sind, sind so grimmig den ganzen Tag. Aber sie lebt ihr Life. Ich find's so geil. Sie ist ein Rollenmodel für uns. So wollen wir alle werden, wenn wir alt sind. Ja, voll. Ey, wenn wir alt sind, sind wir, glaube ich, so cool. Und vor allem auch durch die ganzen Drogen. Denk, das sind nur 5 Jahre bei dir, ne? Wow. Das spielen wir sofort auf. Komm. Wow, das klingt voll schön. Wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen. Schade. Was denn? Ihr lügt.
sehe ich immer, wenn sein Auge so zuckt. Und verraten wir, dass das ein Trickshot ist? John, versuch das mal bitte ganz kurz. Weil der kann das gar jetzt nicht. Das war ein guter Trickshot, Leute. Ja, aber weißt du, wie wir den gemacht haben? Ich hab's so gemacht. Und dann haben wir das linke Auge einfach eingefreezed, ja, quasi. Geil. Standbild und da reingetrackt. By the way, der Sound bei diese Katze, die macht doch. Katze? Ja, es gibt dieses Katzen-Meme. Achso, ich dachte, du hast das gemacht. So. Nee, das ist so ein Katzen-Meme. Kennst du die Katze nicht, die so einen Mund aufmacht? Ja, einen ganz großen Mund. Ach doch, kenn ich wohl! Ja. Wir können auch nichts, aber wir haben einen geheimen Trick. Das war auch so random. Hey Julia, einfach so Reaction-Shots. Ey, ist irgendwie langweilig, wenn sie einfach nur zuhört und guckt. Kannst du einfach so tun, als würdest du irgendwas anschauen? Bei dem Song haben sich meine Eltern scheiden lassen. Gerade eben. Danke für den Tinnitus. Ja, ne? Immer an jedem Drehset ist natürlich auch der Ticketkontrolleur aus Songs of the Bohne 3. Nee, der war nicht der Ticketkontrolleur. Ach, da war Simon Will, stimmt. Er war der Ticket gegeben. Der hat mir ein Ticket gegeben, ja, stimmt. Hatte Krücken. Ja, stimmt. Eigentlich müsste er mich kennen in dieser Welt. Du hast es gehört. Schluss damit! Sie kutzt von Hause! Das ist meine Ukulele! Lass los! Also, by the way, hier sieht man das ganz gut. Wir haben dafür gesorgt, dass wir immer eine Farbe haben. John trägt das Blaue auch dann im neuen Outfit. Julia hat was Rotes auch im neuen Outfit. Ich habe was Grün-Gelbliches auch im neuen Outfit. Eigentlich ist Grün meine Farbe gewesen, aber wir haben keine Klamotten mehr gefunden. Mhm. Ah, cool, MDMA! Boah, die Idee, ne, wo wir gesagt haben, Julia, was könnte Julia sein? So, boah, wenn sie Tuttle ist. Das, also Tuttle wird ja immer so monstermäßig gecrushed von vielen. Voll. Julia wird gecrushed. Was ist, wenn wir die beiden ineinander crushen, so? Crushen, so. Mindbending. Auf Replay, weil der Beat bockt. Wie oft noch? Ich bin der Boss, aber bleib am Boden wie Crocs. Punchlines sind mein Standardskill. So wie Leon Maschine im Ring zu killen. Das ist unser Dad. Dessen Garten wir kaputt gemacht haben. Deutsche Tiger anders will. Tattoos sind auch geil. Mhm. Hat John noch auf den letzten Drücker gemacht, ne? Mhm. Wo war das Jojo-Tattoo jetzt? Ja, hier. Das war auf der Stirn. Stand oder. Ehre. Hier, was hat die hier rechts nochmal? Stäbchen. Stäbchen. Und hier das Fahrrad, weil die kam ja mit dem Fahrrad. Hier ist ein Herzchen. Und dann hat die hier noch am Hals so zwei Föhne. Outfit ist fresher und Tom Dumme nicer. Brauch keinen Tesla. Fick deinen Maybach. Komm, Fight Club. Gehst ohne Eier. Weil diese Schwester ein Messer dabei hat. Ich bin cute, aber gefährlich. So wie Mew. So geil geworden. Daniel Peter hat das Ding auf jeden Fall mies gerockt. Der hat das auch geschnitten. Das ist auch das erste Mal, dass wir gesagt haben, ey, Musikvideo geben wir mal ab. Aber der hat so krasse Referenzen schon gehabt. Einfach mal ausprobieren und so. Boah, er hat uns auf jeden Fall weggefickt. So. Das ist auch mein Lieblingsmusikvideo jetzt. Sieht das so krass aus, aber ist natürlich alles, ne? Aber auch Julia. Wie sie performt, wie sie guckt, all das. Julia, ich bin so fasziniert immer wieder von Julia, ne? Das ist so krass. Die ist der Hammer. Oh, dieses kleine 12-jährige Mädchen. Weißt du, wie alt die ist, ne? Die ist jetzt 13 geworden. 13, ne? Mhm. Ja. Labert ihr? Du bist echt 13 geworden. 20 oder sowas bestimmt. Die ist 13. Die ist 13. Du bist du, aber halt mehr nicht. Das Tattoo bedeutet jetzt nervig. John, sollen wir das nicht direkt filmen? Stimmt. Ich bin cool und fresh, wie das weiß auf Gemälde. Du bist wack, auch mit der Gold-Uhr und Cash. Ich bin cool und fresh, wie ein Tiefkühltrum-Geschäft. Cool und crack, was ich mach ist purer Flex. Wie aus dem Nichts landet Julia in den YouTube-Trends und hat jetzt... Das ist geil nochmal mit den Leuten, die jetzt noch was sagen. Ich glaube, das war nochmal die Idee von Jan, dass wir noch ein bisschen mehr bekommen, ein bisschen mehr Feedback von dem Internet selbst. So macht voll Sinn. Ich fand auch Alpha Kevin nice. Ich so, ja, wäre es okay, wenn du dich so ein bisschen selber disst? Der so, klar, easy, mache ich gerne. Darf man nicht verkennen, die Thumbnails. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen Meta, weil dieser Julian ja in der Welt ja keine Videos macht. Der heißt ja auch Julian. Ah! Nice! Habt ihr noch was? Boah, es ist so krass, man kriegt mittlerweile schon nicht mal alles so mit, so crazy. Jeder hat es. Landet Julia in den YouTube-Trends und hat jetzt schon mehr Klicks gemacht, als ich mit all meinen Videos zusammen. Also für sie würde ich so... Aber wenn Julia jetzt noch das White Noise reversen würde... Geil, dass er es gesagt hat. Zum Rapstar. Das ist meine Erfolgsstory. Das muss ich sofort meinem Freund erzählen. Er ist ein bisschen älter, aber die Liebe ist echt. Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich nicht mehr. Fuck, jetzt muss ich meine Nummer wechseln.
Es ist so alles so geil, Alter. Ich finde es so nice, dass Sido in dem Video mitmacht. Auch wenn so diese ganz kleine, ja, ich bin ja so Fanboy. Ja, aber warte erst mal ab, bis du die Rechnung gesehen hast, die er mir geschickt hat. Vor allen Dingen, die Idee hatten wir anfangs nicht. Wir haben ja die Previews gemacht und dann gehen wir so, ey, was können wir denn machen? Ah ja, das stimmt. Dann habt ihr euch nur so eine halbe Stunde irgendwie so beraten. So nach dem Motto, ja, wir haben was. Dann kam ich wieder runter, weil ich halt dann auch einen Part dann in der Previews gemacht habe, als Statist. Und dann habt ihr mir das erklärt. Ich so, wie habt ihr das jetzt so schnell geregelt bekommen? Ey, ganz ehrlich, kurz angeschrieben und er meint so, komm sofort, geschickt. Ey, das war geil. Ja, der ist so chillig drauf. Ich glaube, ich gehe mal nach Hause. Dieser Sound, den gibt's eigentlich gar nicht wirklich. Der wird zusammengeschustert. Schau mal, John, habe ich mir von unserem ersten Cash gekauft. Der neue Eternal God Hoodie ist heute in den Shop gekommen, ey, nicht dein Ernst. Was denn? Ich hab ihn mir halt auch gekauft. Auch gekauft? Du hast mir nachgekauft. Oh. Ist doch egal, Mann. Aber ey, du hast recht. Es hat funktioniert. Das mit dem Bohnen, mit Julia. Ach. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass sie niemals ohne Bohne singen. Oh. Oh. Julia ist live! Schaut mal, was ich mir alles gekauft habe. Ihr wollt, dass ich singe? Ja klar, kein Problem. Sie singt. Ohne Bohne. Ich bin Elefant und spricht an sein Beine Rolli. Oha. Oha, ihr seid voll gemein. Ich will euch ja nicht bannen. Oh, jetzt habe ich euch gebannt. Tut mir leid. Ich habe gar keinen Stripper bestellt. So geil, so irgendwie. Ey, meine Lieblings hier. Das da? Ich liebe es. Boah. Die hat sich echt einen Heißluftballon gekauft. Solange wir nicht damit fliegen müssen. Komm jetzt schon. Hä? Die Tür wurde aufgebrochen. Julia! Julia? Ja? Oh, shit. Geile Bude auch einfach, oder nicht? Das war ein altes Kino. Das war damals einfach mein Kinosaal. Jetzt wohnt da jemand. Was ist hier passiert? Oh Gott! Ju, guck! Das Geschenk von meinem Sohn! John, komm mal her. Guck mal. Wen haben wir entführt? Kidnapper? Wir? Oh. Diese Bilder von irgendwelchen Menschen. Was ist das? Oh, oh, scheiße, Mann. Sie sind wieder zurück. Boah, der Song ist geil. Die Sache ist, was wir immer gemerkt haben, Cliffhanger sind so wichtig und nicht gar nicht mal so leicht. Nee, boah. Wir haben irgendwie, glaube ich, alle Cliffhanger immer wieder auch ganz oft neu geschrieben. Voll. Und Fun Fact, wir haben sogar, weil wir wussten schon, das Video wird so lange, ne, wir haben mal gesehen, wie viele Skriptseiten wir hatten, lasst uns das direkt in zwei Videos trennen, weil das ist zu viel, wir kriegen es nicht geshootet so, ne? Und wir haben es nicht geschafft, wirklich über Tage einen Cliffhanger in die Mitte zu setzen. Das hat nicht funktioniert. Und deswegen ist das erste Video halt sehr lang geworden. Ich sag gar nichts, vielleicht wird das zweite Video noch länger, wir haben es noch nicht angefangen zu drehen, so. Aber heftig auf jeden Fall. So viele Dinge sind so wichtig, also ich finde es so geil, wenn der zweite Akt kommt, kann man den ersten Akt nochmal gucken, weil dann wieder so viel Sinn macht. Boah, aber das war eine heftige Reise, ne? Ja. Können auch alle nicht mehr. Guck mal, Thomas sieht schon aus da hinten. Ja, jetzt geht es richtig los. Jetzt geht es richtig los, ja. Wenn die Kamera aus ist, dann sind wir alle nackt. Ja. Noch eine letzte Sache so in den Kommentaren. Bei welchen Artistar war ja so ein bisschen so, oh, letzten Hauptvideos habe ich so ein bisschen mehr erwartet, dass irgendwie alles zusammenkommt. Und ich dachte so, ja, wartet mal ab. Ihr Pisser.